herzlich willkommen hier zurück bei mir in Thalbach. Ja, Freunde, erstmal in eigener Sache. Für die schlechte Tonqualität des Mikros möchte ich mich wirklich in aller Form bei euch entschuldigen. Ich habe es leider viel zu spät gemerkt. Es tut mir wirklich leid. Ja, ihr merkt vielleicht, es ist besser. Ich habe mir ein neues Mikro gekauft. Diesmal wirklich ein besseres Mikro. Habe wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe mir das gekauft. Ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt besser. Ich sehe es natürlich auch erst, oder beziehungsweise ich höre es auch erst nach der Aufnahme. Ja, aber Freunde, wir machen hier direkt weiter in Thalbach. Und zwar, es gibt natürlich hier noch eine Einnahmequelle, sage ich jetzt mal, auf die ich eigentlich ungern verzichten möchte. Lasst es mich einfach mal so sagen. Wirklich sehr, sehr ungern. Und zwar, das sind die Schafe. Wir springen mal kurz rüber zum Schafhof. Den habe ich natürlich gekauft. Na, versteht sich von alleine. Ohne dem geht es nicht. Und hier laufen sie schon rum, die Tierchen. Ja, ihr meckert, ne? Ihr habt doch kein Futter. Jo. Na gut. Ja, Leute, ihr habt es gehört. Darum geht es heute einfach. Wir müssen... Also, die Tierchen müssen versorgt werden. Na, die sollen ja auch produzieren, die sollen uns ja Geld bringen und dementsprechend müssen wir sie auch pflegen. Dazu gehört das Futter und natürlich das kühle Nass. Ja, und los geht's. Wir schnappen uns hier einfach mal den Case. Das ist klar, ich muss natürlich jetzt erstmal... Na, wo Stub wohl aufgehen? Ach, zack. Lange Rede, kurzer Sinn. So, wir schnappen uns hier den Case. Ja, und wie ich ja sagte im letzten Video, werden wir den Drescher verkaufen. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, die Drescharbeiten, die werden definitiv in Zukunft vom Lohnunternehmer gemacht. Das spart erstmal auf jeden Fall Unterhaltskosten. So, wir schnappen uns hier den Brandner und fahren dann mal rüber zur Baywa. Landhandel oder wie auch immer. Dort habe ich ein Angebot bekommen zum Kauf von Heu oder Gras zum selben Preis. Dadurch, dass die genug angekauft haben in der letzten Saison, können die das halt diese Saison wirklich extrem günstig abgeben. Das ist wiederum natürlich wieder zur Freude von meinerseits. Dann kann ich das jetzt wirklich günstig ankaufen und habe nicht allzu sehr viel Unkosten. So, Rückwärtsgang. So, dann machen wir mal die Handbremse rein. So, und so. Und auf geht das.
Ja, ihr seht es geradeaus. Stehen noch die Sonnenblumen im vollen Wachstum. Die können wir wahrscheinlich denn demnächst ernten. Wie gesagt, das Dreschen wird dann Mona übernehmen. Wir werden nur abfahren. Na, du fahr doch zu, Menschenskinder. Ein Angsthase. Der Lona noch sein Gespann stehen lassen. Das holt er im Laufe des heutigen Tages ab. Wir sind hier natürlich schon wieder jetzt am 1. September. Macht man natürlich auch nicht Kurven schneiden, ne? Ja, bei dem war es halt gestern ein bisschen spät gewesen. Da hat er mich gefragt, ob er den Gespann dabei stehen lassen kann. Natürlich habe ich noch Platz auf dem Hof. Überhaupt keine Frage. Das kann man schon mal machen. Ja, der Fett ist auch wieder aus der Werkstatt raus. Das war Gott sei Dank nicht ganz so teuer. Das war nur ein kleiner Elektronikfehler. Sag mal, du musst aber hier mit den kleinen Anhänger klar. Kleine Dingelchen hier. Hier. Ab hier sind eh nur 30 jetzt. Hier ist es ja immer so ein Problem, ne? Mit dem Rumkommen. Dann rufen sie einfach durch die Gärten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Macht sich gut für die Anwohner. Komm, Pippi, lauf mal ein bisschen schneller, wenn du weißt, dass du langsam bist. So. Er meinte an dem vorderen Silo, dann würde das hier sein. Gut, dann werden wir aber erstmal die Plane öffnen, sonst wird da nämlich nichts. War jetzt die Plane hier nicht ab. Aha. Dann können wir eigentlich die Tür wieder zumachen. Ist schon bezahlt. Der hat eine Einzugsermächtigung.
So. Machen wir Handbremse rein. Und gucken wir mal. Krass. So. Dann können wir auch schon wieder abfahren. Er meinte, das geht recht schnell bei dem Silo. Und dann können wir das Ding Schäfchen bringen. Auf dass die wachsen und gedeihen, ne? Und uns auch ordentliche Portionen Wolle liefern. So, aber bevor wir jetzt darüber fahren, werden wir mal die Plane zu machen, nicht dass wir hier noch die Hälfte verlieren. Das wäre ja ein bisschen ärgerlich. Auch wenn es jetzt nicht so teuer war. Muss ja nicht sein, dass wir die Hälfte hier verlieren. Jawohl. So, passt. Alles verriegelt und verrammelt. Jawohl. Und insteigen. Hier rauskommen. Und sieht gut aus, da auch. Ja, wunderbar. Ist ja denn öfter mal hier so ein Problem, dass man hier gar nicht rauskommt vor lauter Fußgänger. Ah, Kollege, gehst du? Jawohl, er geht da lang. Und wir fahren hier rum. Aber hier mit so einem kleinen Hängerchen klarkommen. Ja, dann habe ich noch ein Angebot gekriegt für einen Schlepper. Und zwar ein Fendt 500C. Muss ich mal gucken, ob das Angebot wirklich so gut ist. Ich muss mir das Fahrzeug erstmal angucken. Dann werde ich mit dem Ding noch mal im Nachbarort zum TÜV fahren. Und dann soll der noch mal drüber schauen. Und dann soll er mir sagen, ob das dem Preis definitiv wert ist. Weil vielleicht so ein dritter Schlepper ist vielleicht nicht ganz verkehrt am Hof. Ja, falls mal einer ausfällt, so wie letztens, ne? Der Fendt ausgefallen ist. Du fahr doch zu. Boah, das gibt... Das sind ein paar Schisshasen hier in Talbach. Alle. Können wir auch hier. Ja, das sollte auch gehen. Ja, prima. Prima. Es geht. So.
Dann müssen wir natürlich die Plane erstmal wieder aufmachen hier, dass wir abkippen können. Und den Rest, den kippen wir dann definitiv drüben im Futtermischer ab. So. Das geht, das passt. Und dann müssen wir noch die So. Dann gucken wir mal. Boah, haben wir nicht viel gebraucht. Dann können wir auch den Rest ins Lager bringen. Genau, dann bringen wir den Rest ins Lager rüber. Wäre natürlich jetzt auch noch eine Möglichkeit. Dann haben wir noch ein bisschen Watt auf Vorrat. Hier tut sich ganz schön schwer mit dem Anhänger. So. Da ist das Lager. Nur hier ein bisschen ausholen, sonst wird das nicht mit dem rumkommen. Das Lager, das steht jetzt natürlich schon Weiche, ne? Aber das leistet immer noch sehr, sehr gute Dienste. Funktioniert noch einwandfrei. Die Bauaufnahme hat es abgenommen. Alle gut. So. Und ab ins Lager damit. Den Anhänger wieder rüber schaffen. Und dann wenn wir nicht rumkommen. Da. Der Grill ist für heute Abend schon angeschmissen. Heute Abend wird gegrillt, soll schön mit Wetter werden. Kommen wir rum. Ja. Passt. Der
kommt hier echt schwer auf Touren mit dem Anhänger. Also der tut sich hier echt schwer. Also, das gefällt mir auch nicht. Ja, mal gucken, was der 500er sagt. Jetzt schaffen wir den erstmal hier in die Halle. So. Weil die Schäfchen, die brauchen ja noch Wasser. Das Wasserfass steht hinten im Hof. So. Da steht's Fass. Wasser können wir denn am Wasserhahn ziehen? Das ist nicht so schlimm. Das kostet zwar auch ein bisschen Geld, aber das kriegen wir schon hin. Muss mal gucken, vielleicht kann ich mit dem Landtunnel noch einen Deal ausmachen. Das war, dass ich ein bisschen Rabatt kriege. Jawohl, er zieht. Gott. Pumpe ist noch in Ordnung. Ja, wie gesagt, vielleicht kann ich mit dem Landhandel noch ein Deal ausmachen, dass, wenn ich den ein bisschen mehr abnehme an Gras und Silage und so, dass ich da halt noch ein bisschen besseren Rabatt kriege. Ja, das ist natürlich, jeder muss gucken, wo er bleibt. Oh, das dauert aber. Naja, gut. So viel Druck hat jetzt der Wasserhahn nicht. Das dauert ein bisschen. Ja, und wie gesagt, nächster Arbeitsschritt ist dann, dass ich auf die Wiese gehe. Aktuell ist es leider noch nicht so weit, dass wir auf die Wiese gehen können. Da müssen wir dann halt schauen. Ah, jetzt bist du fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann bringen wir die mal rüber zur Schafe. Die werden auch Durst haben bei dem Wetter. Ohne Ende. Jetzt fahren wir mal ein Stück über den Rasen. Normalerweise eigentlich nicht. Da gibt wieder Mega von der Regierung. Thank you.
Ja, demnächst werden ja hier noch die Unterstände aufgestellt. Im Moment brauche ich sie noch nicht. Dadurch, dass wir hier noch die große Halle haben. Aber Sprit muss ich mir langsam liefern lassen. Was tanken kann hier. Wenn ich erst immer hoch muss ins Dorf, um tanken zu können. Die Mädels lassen sich das hier schon schmecken. Ja, wie wunderbar. Ziehen wir noch ein Meterchen vor. Okay. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Macht da nett. Jetzt hat er. Jetzt können wir abladen. So, dann schauen wir mal. Voll bis zum Rand. Wunderbar. So Mädels, jetzt seid ihr versorgt. Ja, und jetzt könnt ihr auch fleißig produzieren. Jo. Ne? Aber Leute, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, denn gehen wir definitiv ins Grünland, werden das Grünland bearbeiten, und zwar hier drüben die 24. Bis dahin sage ich bye bye, vielen Dank fürs Vorbeischauen, bis zum nächsten Mal, ciao ciao.